20th Century Fox Video presents. November 1941. Einen Monat vor Pearl Harbor. Eines Nachts um 11 Uhr tauchte vor der libyschen Küste in Nordafrika hinter den deutschen Stellungen ein britisches Unterseeboot auf. You sure the light carries that far? It should. There they are. What'd you say? Says they're all set, sir. Tell them we're coming in. Come on. Es war ein britischer Kommandotrupp. Und die Aufgabe dieses sorgfältig vorbereiteten Überfalles war der Tod eines einzigen Mannes.
Get out of my arm. Get out of here. Did we get him? Das ist doch nicht dein Ernst, Tommy. An alle Kommandeure und Stabschefs im Mittleren Osten erließ General Okinlek folgenden Sonderbefehl. Es besteht ernstliche Gefahr, dass unser Freund Rommel immer mehr zu einer Art Hexenmeister oder Schreckgespenst für unsere Truppen wird. Sie erzählen sich viel zu viel von ihm. Er ist bestimmt kein Übermensch, so energisch und fähig er auch sonst sein mag. Selbst wenn er ein Übermensch wäre, wäre es trotzdem äußerst unerwünscht, wenn unsere Truppen glauben, er wäre unbesiegbar. Ich wünsche, dass man überall das Gerücht bekämpft, dieser Rommel wäre mehr als ein gewöhnlicher deutscher Feldmarschall. Geben Sie diesen Befehl sofort bekannt und betonen Sie dabei besonders, dass hier ein psychologisches Problem von größter Bedeutung vorliegt. Gezeichnet Okinlek, General, Oberkommandierender im Mittleren Osten. Juni 1942 in der nordafrikanischen Wüste. Diese Abteilung britischer Soldaten wurde am Abend zuvor von Einheiten des deutschen Afrikakorps gefangen genommen. Tommy, los, raus da! Marsch rüber zu den anderen Gefangenen! Wer ist der rangälteste Offizier? Ich glaube, das bin ich. Kommen Sie mit! Oberstleutnant. Gut, Sie kriegen eine weiße Flagge und gehen mit diesen beiden Offizieren los. Sie sagen Ihrer Batterie, sie soll das Feuer einstellen. Die bringen ja ihre eigenen Leute um. Das kann ich leider nicht. Gut, dann befehle ich es Ihnen und Sie haben mir zu gehorchen. Hier, binden Sie es ans Gewehr. Nein, Herr Major, ich bin Kriegsgefangener. Sie können mir das nicht befehlen. Das müssten Sie eigentlich wissen. Keine Widerrede. Wenn Sie nicht tun, was ich Ihnen befehle, dann werde ich Sie dazu zwingen. Also gehorchen Sie oder nicht. Herr Major! Herr Major! Was ist los? Der
Der Feldmarschall sagt, Sie haben recht. Feldmarschall? Also das war Rommel. Der berühmte Feldmarschall Erwin Rommel. Oberbefehlshaber des Afrikakorps und der populärste deutsche Soldat seit dem Ersten Weltkrieg. In der Wüste war er schon zu einer Legende geworden. Der Fuchs, der seine Verfolger kreuz und quer durch Nordafrika gejagt hatte, genauso oft wie sie ihm auf der Fährte waren. Und über seine Finten und Schliche freuten sich sogar die Tommys. In Kriegszeiten wohl kaum die richtige Einstellung zum Gegner. Trotz alledem war er natürlich immer noch mein Feind. Nicht nur der Feind meines Landes und der Armee, in der ich diente, sondern auch meiner ganzen Lebensauffassung. Nicht nur der Demokratie, die sich freie Männer geschaffen haben, sondern der ganzen Zivilisation und Kultur. Mein Name ist Desmond Young. Zur Zeit meiner Gefangennahme war ich Oberstleutnant in der indischen Armee. Das war meine erste und einzige Begegnung mit dem kühlen, harten Berufssoldaten, dessen korrekte Einhaltung der Genfer Konvention sich in diesem Fall so günstig für mich ausgewirkt hatte. 2 Jahre und 4 Monate später, als die Alliierten noch in Europa kämpften, war Erwin Rommel tot. Wie die Deutschen meldeten, war er als Held seinen Wunden erlegen, die er auf dem Felde der Ehre erhalten hatte. Aber damals wurde viel behauptet. Viele machten sich Gedanken über seinen Tod. Denn es waren bereits geheimnisvolle Gerüchte im Umlauf, die sogar über die kämpfenden Fronten hinüberdrangen. Als dann der Krieg zu Ende war und ich wieder ins Zivilleben zurückkehrte, stellte ich mir eine Aufgabe. Ich nahm mir vor, festzustellen, was tatsächlich mit Rommel geschehen war. Wie sah die Wahrheit über seinen Tod aus? Und wo war er auf dem Felde der Ehre gefallen? In einem einfachen Heim in Herlingen bei Ulm, einem kleinen württembergischen Ort, unterhielt ich mich oft und ausführlich mit Rommels Witwe und Sohn, studierte seine Briefe, Berichte und andere Unterlagen. In Deutschland sprach ich mit Soldaten, die mit ihm zusammen gedient hatten, als Vorgesetzte und Untergebene. In England mit Männern, die gegen ihn gekämpft hatten, vom Feldmarschall bis zum einfachen Tommy. Und in beiden Ländern nahm ich mir natürlich auch die offiziellen Dokumente vor. Gestützt auf dieses Tatsachenmaterial ist das, was jetzt folgt, die wahre Geschichte Erwin Rommels. Der letzte Akt seiner Tragödie begann am 23. Oktober 1942 um 10.30 Uhr nachts, als bei El Alamein die britischen Geschütze auf einer Front von 10 Kilometern das Feuer eröffneten. Feuer! Ich entdeckte, dass Rommel tatsächlich gar nicht in Afrika war, als die große Schlacht begann. Da er an einer chronischen Nasendiphtherie litt, war er einen Monat vorher zur Lazarettbehandlung nach Deutschland geflogen. Aber als das Telefon klingelte und eine bekannte Stimme aus Berlin ihn anrief, stand er sofort auf und war schon nach wenigen Stunden auf dem Rückflug nach Nordafrika. Danke, Wagner. Noch so elegant? Einer Zufall. Gut, dass Sie wieder da sind. Wir warten schon lange, Herr Feldmarschall. Wo sind die Lager? Drüben im Zelt. Wie geht's, Meierlein? Es muss gehen, Herr Feldmarschall. Haben Sie Ihre Frau Gemahlin gesehen? Ja, sie hat mich am Semmering besucht. Sie und Manfred. Freut mich. Ist die Lage? Offen gestanden, miserabel. Der Feind hat viel zu viel Material. Ich weiß nicht, wie wir je hier wieder rauskommen sollen. Mit dem bisschen Sprit niemals. Aber wir haben doch Sprit. Wir sind sehr knapp. Immer noch unterwegs? Weder unterwegs noch Aussicht, dass was kommt. Wer hat Ihnen das gesagt? Ich habe in den letzten 2 Tagen 3-mal mit Rom gesprochen. Es war kein Sprit unterwegs und es war für uns bis gestern keiner zugeteilt. Schulz. Aldinger. Aber die Panzer sind doch gekommen. Nein.
Gar kein Nachschub? Nein, schon lange nichts. Aber Pack- und Nebelwerk? Kein Stück eingetroffen. Und Benzin auch nicht? Nicht ein Fass. Das ist die Lage vor einer Stunde. Bringen Sie mir einen Stuhl, bitte. Hier ist am schlimmsten. Die 15. ist schwer in der Klemme. Ihre Ausfälle sind sehr stark. Hier kam der Hauptstoß. Hier. Die Trento-Division, die kam von hier rein. Ach so. Und was sollen die Panzer hier? Flanke decken. Da stehen Sie ganz gut. Meine Karten, bitte. Bayerlein, wir rücken mit der 21. und Ariete hierher. Inzwischen muss die 90. von Westen vorstoßen. So, dass Sie sich treffen. Ganz recht. Übrigens greift Montgomery immer noch mit der Infanterie zuerst an. Jawohl. Dann Panzer. Jawohl. Dann wollen wir ihn überraschen. Mit unseren Panzern überrolle ich seine Infanterie. Wenn's funktioniert, platzen wir mitten in seine Panzer rein. Das Übrige wird unsere Infanterie dann schon besorgen. Wunderbar. Wenn's nicht funkt, haben wir was gelernt dabei. Kommen Sie, Aldinger. Sie wollen doch nicht gleich an die Front fahren. Sie sollten sich lieber noch etwas ausruhen, Herr Feldmarschall. 3 Wochen lang habe ich das getan. Wohin, Herr Feldmarschall? Nach Norden. Wir fahren zur 21. Aber jetzt gab es noch einen Fuchs in der Wüste, der vielleicht sogar noch schlauer war. Und als in den folgenden Tagen die Schlacht immer verworrener wurde, wirkte sich dieses Durcheinander offensichtlich mehr und mehr zugunsten Montgomerys aus. Haben Sie den Feldmarschall noch nicht erreicht? Immer noch nicht, Herr Oberst. Die Leute an der Front sind davon begeistert. Aber für uns hier wäre es gar nicht schlecht, wenn wir einen Oberkommandierenden hätten, der etwas vorsichtiger wäre. Man wäre doch ab und zu mal im Hauptquartier. Funken Sie weiter nach ihm, verstanden? Am 10. Tag der Schlacht musste auch Rommel einsehen, dass sie verloren war. Irgendwo ist mal Schluss. Es kann doch nicht so weitergehen, bis der letzte Mann tot ist. Das ist ja Wahnsinn. Das mag sehr heroisch sein, aber es ist völlig idiotisch. Von Thoma will sich zurückziehen auf Dava. Was ist mit Sponek? Noch keine Antwort, Herr Feldmarschall. Wo kommen Sie her? Goslar, Herr Feldmarschall. Ach nein. Da war ich einige Jahre mal beim Jägerbataillon. Feines Skigebiet, der Harz, nicht wahr? Jawohl, Herr Feldmarschall. Laufen Sie gut? Jawohl, Herr Feldmarschall. Vor 2 Jahren habe ich... Hat Rom verstanden, dass ich umgehend Antwort brauche? Jawohl, er hat es mir noch mal wiederholt. Suchen Sie weiter nach Sponek. Jawohl. Wenden Sie sich doch direkt an den Führer. Er ruft schon an, wenn es geht. Meinen Sie? Er kennt doch unsere Situation und wird tun, was er kann, das weiß ich. Herr Feldmarschall, für Berlin sind wir doch schon längst... Also, was ist? Sponek geht's dreckig. Was macht er? Herr Feldmarschall,
Wenn er sich nicht bald absetzt, hat er keine Leute mehr. Na, wo ist er? Warum kann er nicht Antwort geben? Sein Funkwagen ist hin. Er arbeitet in dem Sanka. Und wenn's hochkommt, hat er jetzt noch knapp 40 Panzer. Was machen die Italiener? Nach Sponecks Meinung sind sie völlig am Ende. Wo ist da, Herr Feldmarschall? Na und? Feldmarschall Kesselring kann nichts tun. So, dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Das hat unser Problem sehr vereinfacht. Bei unserem bisschen Benzin haben wir nur zwei Chancen. Entweder wir lassen uns hier vernichten, oder wir setzen uns ab heute Nacht und warten auf die nächste Runde. Und Sie glauben, das geht noch? Muss gehen, warum denn nicht? Montgomery hat Benzin genug, Herr Feldmarschall. Ich glaube nicht, dass das so schwierig wird. Montgomery ist immer sehr bedächtig und es wird ihm nicht einfallen, mir so nachzusetzen wie ich ihm, ohne es reiflich zu überlegen. Ich sehe auch keine andere Wahl. Es geht nicht anders. Also Plan C und sofort alle Kommandeure benachrichtigen, dass sie den Befehl abwarten. Wenn wir den Feind überraschen, dann. Berlin, Herr Feldmarschall. Wer in Berlin? Der Führer. Gezeichnet Adolf Hitler. Die Situation erfordert, dass El Alamein bis auf den letzten Mann gehalten wird. Es gibt keinen Rückzug, nicht einen Millimeter. Es gibt nur Sieg oder Tod. Das ist unfassbar. Haben Sie noch Berlin? Jawohl. Er soll es noch mal wiederholen. Jawohl. Ja, ja, aber er hat nichts damit zu tun, sondern diese Neidhammel sind es. Diese Bürogenerale vom grünen Tisch, diese Kerle, die noch nie die Front gerochen haben, diese wahnsinnig gewordenen Schreibstubenhengste. Wie kann er nur diesen Leuten Gehör schenken, diesen Idioten mit ihrer Vogelstrauß-Politik? Er sollte alle zum Teufel jagen und selber entscheiden. Die Wiederholung, Herr Feldmarschall. Los, lesen Sie vor. Die Situation erfordert, dass El Alamein bis auf den letzten Mann gehalten wird. Es gibt keinen Rückzug, nicht einen Millimeter. Es gibt nur Sieg oder Tod. Gezeichnet Adolf Hitler. Ah. Ganz unglaublich. Sie werden doch auf diesen Wahnsinn nicht hören. Es ist ein Befehl. Und zwar direkt vom Führerhauptquartier. Ein klarer, strikter, dummer, verbrecherischer Befehl vom Führerhauptquartier. Und den wollen Sie ausführen, damit der Irrsinn noch schlimmer wird? Wenn wir jetzt doch angeschlagen sind, Herr Feldmarschall, so sind wir doch noch eine Truppe, die kampffähig ist für lange Zeit. Setzen wir uns sofort ab, können wir noch kämpfen. Aber das hier ist reiner Wahnsinn. Das ist wie im Mittelalter. Man kann uns doch nicht einfach Sieg oder Tod befehlen, als ob wir Hottentotten sind. Das bedeutet den Selbstmord einer ganzen Armee. Herr Feldmarschall, bedenken Sie, an der Front unterstehen die Männer Ihnen, nicht ihm. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich schon, er ist irrsinnig. Er ist nicht irrsinnig, er ist... Aber ich bin nicht verrückt. Wir werden uns absetzen. Ich bringe das bei ihm in Ordnung. Das Ende kam in Tunis, als die Streitkräfte der Achsenmächte von der Übermacht der Engländer, Franzosen und Amerikaner unter Eisenhower eingekesselt wurden und sich bedingungslos ergaben. Aber das Afrika-Korps ging ohne seinen Oberbefehlshaber in die Gefangenschaft. Denn Rommel war inzwischen seines Befehls enthoben worden und lag in einem Lazarett in Deutschland. Guten Morgen, Herr Feldwebel. Guten Morgen, Frau Rommel. Manfred? Guten Morgen. Dr. Strölin? Karl Strölin, Oberbürgermeister von Stuttgart. Dr. Strölin ist ein Freund meines Mannes. Ich habe gehört, dass es Herrn Feldmarschall heute viel besser geht. Und die Ruhe hat ihm sicher gut getan. Frau Rommel? Manfred? Rommel? Und Dr. Karl Strölin. Kommt nach Stuttgart? Sogar der Oberbürgermeister persönlich. Sag bloß noch, dass der auf der schwarzen Liste steht. Dr. Karl Strölin, Oberbürgermeister. Sie hat gesagt, er wäre ein alter Freund vom Feldmarschall.
Na, wenn schon, hier steht er drin. Unter schärfster Beobachtung zu halten, sobald er sich außerhalb von Stuttgart befindet. Als Auseinandersetzung kann man das nicht mehr bezeichnen. Es ist unmöglich, vernünftig mit ihm zu diskutieren, so wie Sie und ich das machen würden. Er schreit sofort und tobt und wird so hysterisch, dass es direkt so ist, als ob man einen Wahnsinnigen vor sich hätte. Er hat Erwin Feigling genannt. Hat er sich wirklich vor Ihnen so ausgedrückt? Nicht einmal, sondern mehrmals. In Russland, sagte er, hätte man Offiziere wie mich sofort erschossen. Und mir könnte das auch einmal passieren. Das war sein Dank. Die Belohnung für alles, was er für Deutschland getan hat. Na ja, solchen Worten soll man lieber nicht viel Bedeutung beimessen. Er war eben furchtbar aufgeregt. An der Front sieht es übel aus und da ist er natürlich nervös. Aber ich fürchte, was er meinen Afrikanern angetan hat, werde ich nie vergessen. Was war das? Als es zu Ende ging und ich Afrika räumen wollte, sagte er, für ihn sei das völlig uninteressant. Er habe uns abgeschrieben. So belohnte er sie. Rommel, ich möchte Sie etwas fragen. Gewiss, wenn Sie mir die Antwort verweigern, habe ich Verständnis dafür. Aber die Frage möchte ich Ihnen trotzdem stellen. Was ist es? Glauben Sie noch, dass wir den Krieg gewinnen? Ich sage Ihnen, was er selber glaubt. Und? Er sagt nein. Das hat er selbst gesagt? Ja. Ist er sich klar, was das diesmal bedeutet? Das weiß er. Und warum wird dann noch weiter gekämpft? Weil wir nichts anderes tun können. Denn keiner von unseren Gegnern, weder England, Amerika noch Russland, wird Frieden schließen mit ihm. Hat er das zugegeben? Es ist ja auch so, nicht wahr? Mit anderen Worten, solange der Führer da ist, müssen wir weiterkämpfen bis zur restlosen Vernichtung. Sieg oder Tod, der alte Spruch. Anscheinend denkt er gar nicht an die einfachste Lösung der Situation. Und die wäre? Abzudanken. Aber hören Sie, Ströling. Erwin, wir müssen leider gehen. Was, schon so schnell? Ich muss den Zug kriegen. Wir kommen heute Abend wieder. Komm zum Kaffee her. Liebe Ströling, war nett, Sie endlich mal wiederzusehen. Wir müssten uns öfter treffen. Könnten Sie das wirklich, Vater? Was meinst du? Dich erschießen. So ein Unsinn, woher denn? Der redet bloß immer so wild daher. Du darfst dir dabei nichts denken. Was, seinen größten General erschießen? Wie kannst du nur sowas sagen vor ihm? Komm jetzt und hör auf, Unsinn zu reden. Auf heute Abend, ja? Komm bitte recht früh. Sieht gut aus, der Junge, nicht wahr? Ein prächtiger Bursche. Aber waren Sie ganz aufrichtig mit ihm? In welcher Beziehung? Als Sie ihm sagten, dass Hitler Sie nicht an die Wand stellen würde. Aber natürlich. Nehmen wir doch bitte mal an, er würde es wirklich tun. Warum sollte er? Ist anderen auch so gegangen? Mit mir tut er das niemals. Aber die Männer in seiner Umgebung, die auf Sie neidisch sind. Himmler, Bormann und ihre Clique. Hetzen die ihn nie auf? Sehr häufig sogar. Und wenn sich diese Intriganten nun plötzlich auch gegen Sie wenden? Das wäre schon möglich, aber doch nicht sehr wahrscheinlich. Aber nehmen wir mal an, es würde eintreten. Haben Sie je überlegt, was weiter passiert? Mit Luzi und Manfred? Das habe ich mir nie überlegt. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus damit? Denken Sie nur darüber nach. Das ist alles. Sie sind doch immer noch der Alte geblieben, Doktor. Sie waren von jeher ein Skeptiker. Aber Sie können ganz unbesorgt sein. Es besteht nicht die geringste Gefahr. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf als alter Freund, sprechen Sie ja nicht immer so offen. Mache ich auch nicht. Nur zu denen ich Vertrauen habe und die mir sehr lieb sind. Wiedersehen, Rommel. Auf Wiedersehen, Ströling. Ich hoffe recht bald. Das hoffe ich auch. Thank you.
Die Invasion der Festung Europa war jetzt offensichtlich nur noch eine Frage der Zeit. Und im Dezember 1943 unternahm Rommel eine Inspektionsreise an den Atlantikwall als Vorbereitung zur Befehlsübernahme über die Streitkräfte, die dort zur Verteidigung bereitstanden. Einen Monat später meldete sich Rommel bei Feldmarschall von Rundstedt, dem Oberbefehlshaber im Westen, in dessen Hauptquartier, dem Pompadour-Palast in Fontainebleau bei Paris. Feldmarschall von Rundstedt, meine Herren. Herr Feldmarschall, meine Herren. Freut mich sehr, Rommel. Feldmarschall. Also, jetzt haben Sie ja den Atlantikwall gründlich besichtigt. Was halten Sie davon, Rommel? Der Bericht, den ich abgefasst habe, ist zwar nicht vollständig, aber... Dann reden wir später darüber, wenn er fertig ist. Ich rechne kaum damit, dass Eisenhower uns bereits morgen früh angreifen wird. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für Sie. Nein, durchaus nicht. Ich bin ja jetzt wieder ganz gesund. Freut mich sehr. Werden Sie gut versorgt, meine Herren? Danke, Herr Feldmarschall. Greta, bitte kümmern Sie sich inzwischen um die Herren. Ich möchte mich mit Feldmarschall Rommel gern noch einen Moment allein unterhalten. Jawohl. Fantastisch, was? Und sowas nennt man Wall. Die Haupthäfen Le Havre, Ostende, Cherbourg sind schlecht befestigt. Man könnte sie mit Passagierdampfern angreifen. Und den Strand hat man vollkommen vernachlässigt. Ich weiß über 50 Stellen, wo eine Armee von Kindern reinkommen kann. Uns fehlen die Arbeiter. Wir haben Pläne für Befestigungen, wo selbst der Teufel nicht durchkäme. Beton und Stahl von Dänemark bis Spanien. Ich habe den Verdacht, die braven Franzosen sind als Mitarbeiter nicht sehr brauchbar. Zwangsarbeit schafft immer schlechte Leistung. Bei Ihrer Luftüberlegenheit müssen wir Sie am Strand aufhalten. Ist das Ihr Abwehrplan? Aufhalten am Strand, in seichte Wasser minen, Drahtwaue, Hindernisse. Und dann, wenn Sie kommen, zuschlagen, solange Sie noch im Wasser sind. Hier. Darunter. Und dann hier. Ich bin nicht Ihrer Meinung. Aber unsere Meinungsverschiedenheit ist sowieso eine rein akademische Streitfrage. Denn ich glaube, weder Sie noch ich werden darüber zu entscheiden haben. Jedenfalls nicht über Regimentsbereich hinaus. Was meinen Sie? Den Führer? Der böhmische Gefreite wird höchstpersönlich das Kommando der ganzen Operationen übernehmen. Sie und ich führen dabei nur aus, wozu ihn sein Feldherrngenie inspiriert. Und sollten Sie das begreiflicherweise bezweifeln, es ist offiziell. Das ist ja eine unvorstellbare Situation. Gehen Sie zu ihm und versuchen Sie ihm das zu erklären, Rommel. Haben Sie selbst nichts unternommen? Wenn man, wie ich, schon dutzende Male versucht hat, einen Irren daran zu hindern, sich selbst die Kehle durchzuschneiden, kommt der Moment, wo man einsieht, dass es keinen Zweck hat und man lieber den Zuschauer spielt. Haben Sie was dagegen, wenn ich versuche, ihn umzustimmen? Durchaus nicht. Ich bewundere Ihren Mut und Ihren Optimismus. Sie
Sie haben sich mal abfällig über mich geäußert. Sehr abfällig sogar. So? Tatsächlich? Wenn das so ist, sollen Sie wissen, dass mein Urteil über Sie nicht viel besser war. Das stört mich nicht, lieber Rommel. Ich weiß, dass viel Böses geredet wird über mich. Daran bin ich gewöhnt. Wie denken Sie jetzt? Tut mir leid, dass ich mich damals kritisch äußerte. Es war nicht so gemeint. Danke, Herr von Rundstedt. Keine Ursache. Ist das alles? Ich glaube ja, im Augenblick. Einen guten Rat vielleicht noch, jetzt, wo wir uns näher kennen. Eine freundliche Warnung. Seien Sie vorsichtig in allen Äußerungen betreffs der vorhin erwähnten neuen strategischen Bevormundung. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie hier von nun an mehr oder weniger unter dauernder Beobachtung stehen. Von Berlin? Tja, von unseren lieben Freunden da oben. Wissen Sie zufällig, wieso gerade ich damit beglückt werden soll? Das trifft Sie nicht allein. So geht's uns allen. Ich verstehe schon, das gab's nicht in Afrika. Aber es ist eine ganz alltägliche Auszeichnung, die mit dem Dienstgrad wächst. Sie auch? Selbstverständlich. Ich bin der Oberbefehlshaber. Zwei Monate später, im Februar 1944, als Rommel einen kurzen Heimaturlaub verbrachte, suchte ihn sein alter Freund Dr. Karl Strölin wiederum auf. Guten Abend. Guten Abend. Strölin. Ist der Herr Feldmarschall und die gnädige Frau zu Hause? Bitte, kommen Sie rein. Eisenhower wird sich ja erst im Frühjahr angreifen. Davor werden wir uns wohl nicht mehr wiedersehen. Sind wir vorbereitet? Wollen wir es hoffen. Auf Ihre Gesundheit. Auf Ihr Wohl, Rommel. Sind Sie ganz sicher, dass wir hier nicht abgehört werden? Was denn? Wer soll uns abhören? Unser Freund Himmler soll ja seine Ohren überall haben. Das kann schon stimmen. Aber hier ist kein Mikrofon eingebaut. Warum fragen Sie? Weil ich mit Ihnen etwas zu reden habe, was niemand zu hören braucht. Worüber? Über Hitler und so weiter. Wenn es um Politik geht, Strölin, dann will ich nichts hören. Also Deutschland soll lieber zugrunde gehen? Das Thema möchte ich nicht diskutieren, bitte. Ich bin überrascht, Strölin, das ist ja fast Rebellion. So, meinen Sie? Defätismus, aufputschen gegen ihn, ist das keine Rebellion? Ist für Sie General Beck ein Rebell? Natürlich nicht. Oder mein Kollege Gördel da aus Leipzig. Ich habe nie was gehört davon. Na und Falkenhausen? Nein, aber... Wie ist mit Heinrich von Stülpnagel? Nein. Und von Neurath und von Hassel, sind das Rebellen? Ja, soll denn das etwa heißen, dass Leute wie die alle kein Vertrauen zu Hitler haben? Nicht nur kein Vertrauen. Sie wollen ihn ausschalten. Sie haben selbst mit ihnen gesprochen, Strölin? Mit ihnen und vielen anderen. Und zwar nicht nur mit Soldaten. Arbeiter, Gewerkschaftler, Anwälte, Geistliche. Es waren sogar Minister dabei. Es sind zwar nicht viele, aber alle Patrioten. Glauben Sie mir. Wie lange ist das schon im Gang? Seit einiger Zeit. Und was ist eigentlich eure Absicht? Nun, das, was Hitler in seinem Buch Mein Kampf ja selbst gesagt hat. Vom militärischen und politischen Standpunkt aus bringt er seinem Vaterland Unglück und Niederlage. Aber das ist nicht das Verbrecherische, auf das ich hinweisen möchte. Jeder kann militärische oder politische Fehler begehen. Genug, Strölin. Lassen Sie mich bitte damit zufrieden. Was die in Berlin tun, geht mich nichts an. Ich bin immer noch Soldat und kein Politiker. Halten Sie sich für absolut sicher? In solch einer Situation kann niemand von sich sagen, dass er sicher ist. Unter anderer Führung schon. Das ist doch alles Quatsch. Nichts als Unsinn. Hoffentlich haben Sie recht. Und vielleicht ist es auch so. Jawohl, Sie als sein Favorit können getrost auf seine berühmte Großzügigkeit und Dankbarkeit rechnen. Treue um Treue, das war doch immer sein Prinzip. Mir kann nichts geschehen, solange ich meine Pflicht erfülle. Nein, Sie haben nichts zu befürchten. Und wenn unvorhergesehenerweise mit Ihnen doch was passiert,
Können Sie immer noch beruhigt sein, dass Ihre Frau und Ihr Sohn Manfred in den allerbesten Händen sind? Und auch keinerlei Repressalien wie etwa Sippenhaft zu fürchten haben? Ach, bitte machen Sie keine Witze über sowas. Ich mache gar keine Witze. Ich habe nur eine bekannte Tatsache nüchtern festgestellt. Erinnern Sie sich, wie er Ihre Kameraden behandelt hat? Wie Schandbeil er sich zu Fritsch benommen hat? Wie er Kirche und Christentum bekämpft? Und die ganze Art, wie er die Juden behandelt hat? Das Wort Kulturschande dürfte dafür wohl die richtige Bezeichnung sein. Sagen Sie, was halten Sie eigentlich von Hitler als Feldherr? Was erlauben Sie sich, Strömin? Denken Sie doch nur daran, wie er im Kessel von Stalingrad die 6. Armee vollkommen sinnlos geopfert hat. Das war ein Verbrechen. Dass sein Befehl, die Stellung zu halten, heller Wahnsinn war, streiten Sie doch wohl nicht ab. Wer gab Ihnen jenen Befehl in El Alamein? Formuliert in knappen, heroischen Worten. Rückzug gibt's nicht, keinen Millimeter, es gibt nur Sieg oder Tod. Ich glaube nicht einmal Napoleon hätte... Jetzt reißt mir die Geduld! Nicht mal nachdenken wollen Sie drüber, nicht mal das. Hören Sie auf, so zu reden, Sie haben doch keinen Schuljungen vor sich. Halten Sie mich für so dumm? Aber was soll ich machen? Wer fragt mich um meine Meinung? Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass das, was Sie tun, nach meiner Ansicht absolut hirnverbrannt und blödsinnig ist, die hören doch nicht auf mich. Haben Sie es mal getan? Oft. Und dann hieß es, ich soll mich um meinen eigenen Kram kümmern. Und das ist auch berechtigt. Sie sind doch wohl nicht so naiv zu glauben, Strölin, dass ein Soldat mit allem, was seine Regierung tut, übereinstimmen muss, ehe er für sie kämpft. Welche Armee kann existieren, wenn man vorher jeden Soldaten fragen soll, was er tun oder nicht tun will? Denn von jeher hat unser Soldatenberuf nur einen einzigen Zweck. Bedingungsloser Gehorsam ist die einzige Existenzberechtigung für einen Soldaten, das wissen Sie. Das andere gehört zum Gebiet der Politik. Und darf ich nochmal betonen, ich bin ein Soldat und kein Politiker. Und was Sie da oben tun, das... Hören Sie auf, sich immer hinter Ihre Uniform zu verstecken. Sie ist kein Schild gegen moralische Verantwortung. Euch Berufssoldaten ist es recht gewesen. Hitler gab euch euer Prestige wieder und ihr wart damit zufrieden. Daher schwiegen viele der Maßgebenden von euch. Zu der Entwertung der Moral, der Korruption und dem Morden. Das Militär gab Hitler noch größere Gewalt in die Hand. Sie können sich der Verantwortung nicht entziehen, indem Sie sich hinter Ihrem Ehrenkodex verschanzen. Wo ist der Verstand und der Mut, den Sie an der Front bewiesen haben? Ist da gar nichts mehr da? Strölin, bitte verlassen Sie dieses Haus. Gleich. Ich bitte Sie. Nicht eher, als bis Ihr alter Freund die reine, ungeschminkte Wahrheit erfahren hat. Und wenn Sie jetzt nicht antworten, muss ich eben noch deutlicher werden. Denn ich verlasse diesen Raum nicht eher, als bis nicht zwischen uns die volle Wahrheit ausgesprochen wurde. Soll ich vielleicht die Wache rufen und Sie abführen lassen? Das würden Sie niemals tun. Woher wissen Sie denn so genau, was ich tun oder nicht tun würde? Nun, das weiß ich von Ihrer Frau. Sie haben mit Lou schon darüber gesprochen? Aber natürlich. Sie hat sie hergeschickt zu mir? Durchaus nicht. Sie verriet mir nur ihre wahre Meinung über den genialen Strategen und den größten Feldherrn aller Zeiten. Vater! Der Wagen ist schon da! Er weiß schon, deswegen brauchst du nicht so zu schreien. Mach doch nicht immer solchen Lärm. Er ist nur aufgeregt. Ja, aber ich mag ihm nicht dauernd dasselbe sagen. Lass ihn doch. Er ist immer noch ein Kind, musst du bedenken, trotz der Uniform. Du hast ja recht. Streng dich nicht zu viel an, Lou. Sag, bist du böse, Erwin? Weswegen? Weil ich mit Strölin geredet habe. Nein, woher denn? Hat er recht? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht im Klaren. Was er da vorhat, ist furchtbar. Eine Sache von gewaltigen Konsequenzen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich da mitmache. Dann tu es auch nicht, wenn du es nicht für recht hältst. Ich sag nicht, dass er Unrecht damit hätte. Man müsste doch auch eine andere Lösung zu finden sein. Rebellion. Denn darauf läuft es hinaus, ganz gleich, ob man Recht hat oder nicht. Du glaubst, es wäre besser, den Dingen ihren Lauf zu lassen? Nein, nein, das nicht. Aber es muss doch eine bessere Lösung dafür geben. Ich meine, sieh mal, wenn ich zu ihm allein hingehe und ihm die Situation noch mal klar mache, ich glaube bestimmt, dass er Vernunftgründen zugänglich ist. Allein die Tatsache, dass wir vor einer Invasion stehen, ohne... Erwin, das muss nicht gleich sein. Das kannst du dir noch überlegen. Kommt Zeit, kommt Rat. Was soll ich wirklich tun? Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wir wollen davon nicht reden. Wenn es soweit ist, wirst du schon das Richtige tun.
Komm, es ist höchste Zeit, das Auto steht unten. Schreib mir täglich, nicht wahr? Bestimmt. Das ist nur eine Kleinigkeit für unterwegs. Danke, Lou. Bleib gesund, ja? Leb wohl, mein Liebes. Komm bald wieder. So, fertig. So, mein Junge. Sei nett zu deiner Mutter und werde ein guter Soldat. Mach mir immer nur Ehre. Jawohl, Vater. Und du bringst uns Montgomery mit. Das mache ich. Drück mir die Daumen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und dann endlich, nach 4 langen Jahren der Vorbereitung, kam der Tag der Invasion. Und die größte Armada und Ansammlung von Menschen und Material in der Weltgeschichte setzte sich von England aus in Bewegung zum Angriff auf die Küsten der Normandie und die Festung Europa. Von dem Moment an, wo der böhmische Gefreite selbst in Russland den Oberbefehl des Heeres übernahm, befindet er sich in einer mehr als elenden Situation. Nicht zu viel Feinde haben wir, sondern einen Führer zu viel. Sie glauben nicht, dass er uns die 15. Armee gibt? Tja, das wird er nicht können, nach allem Anschein. Seine Intuition sagt ihm, das wäre alles nur eine Finte. Die richtige Invasion soll erst kommen, dort bei Calais.
Die 15. Armee sitzt inzwischen friedlich da oben am Strand und wartet auf eine Invasion, die längst stattgefunden hat. Ein glänzendes Beispiel für Kriegführung nach dem Horoskop. Wir brauchen diese Truppen unbedingt. Wenn man uns das schon nicht erlauben will, müssen wir uns eben mit anderen Mitteln verteidigen. Wir müssen noch mal mit ihm darüber sprechen. Eins sage ich Ihnen ganz im Vertrauen, Rommel. Auch nicht das Geringste können wir tun dabei. Es ist alles sinnlos. Das übliche Signal für die Niederlage haben wir schon erhalten. Haltet die Stellung. Gebt keinen Millimeter Boden auf. Sieg oder Tod. Wie will man einen Krieg gewinnen mit einem Führer, der seine strategische Weisheit aus Büchern bezieht? Das imponiert Schulkindern. Aber hält keine Invasion auf. Wir waren Narren zu glauben, wir könnten die ganze Welt durch Macht erobern. Wer nur ein bisschen Verstand besitzt, weiß, dass der Krieg unrettbar verloren ist. Wenn mir bloß die Hände nicht so gebunden wären, was könnte ich noch an Menschenleben retten, deren Opfer doch ganz sinnlos ist? Aber er wird das niemals zulassen. Sie wissen, wie stur Gefreite sind. Kennen Sie zufällig Karl Strölin? Strölin? Den Oberbürgermeister von Stuttgart. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Oder Dr. Görler aus Leipzig? Sie auch? Diese Männer haben recht. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der Führer muss abdanken, bevor Deutschland vollkommen zugrunde gerichtet wird. Ich begreife nicht recht, wie Sie das machen wollen, Rommel. Wir wollen ihn verhaften, die Regierung übernehmen und sofort um Waffenstillstand ansuchen. Dieses Gespräch hat natürlich nie zwischen uns stattgefunden. Aber ich glaube auch nicht, dass die Idee sehr glücklich ist. Keiner von den Alliierten denkt an Waffenstillstand. Militärisch liegt für sie auch kein Grund dazu vor. Und moralisch kommt ein solcher mit Hitler gar nicht in Frage. Aber Sie sind im Prinzip damit einverstanden. Rommel, die Frage will ich lieber nicht gehört haben. Gesetzt den Fall, Sie kämen zu Ihnen um Rat oder Hilfe. Würden Sie sie empfangen? Oh nein. Nein. Nein, ich fürchte nicht, Rommel. Es ist zu spät. Viel zu spät. Selbst wenn wir sofort losschlagen. Darum geht es gar nicht. Nicht dazu zu spät. Sondern für mich. Ich bin zu alt zum Rebellieren. Wir Berufssoldaten sind wohl alle mitverantwortlich. Aber Jüngere müssen es machen. Berlin, Herr Feldmarschall. Marschall Keitel. Keitel? Von Rundstedt? Am Apparat. Ist das wahr, Mitsch, Herr Buhr? Leider ja. Das ist doch furchtbar. Wie kann ich denn sowas dem Führer berichten? Warum ist das ein solches Problem für Sie? Sie haben doch schon manche Hiobspost überbracht. Aber das ist es ja gerade. Wir haben schon wochenlang nur Unerfreuliches für ihn. Ist denn gar kein günstiger Bericht für ihn vorhanden? Fragen Sie doch mal bei der russischen Front nach. Wir reden hier jetzt nicht von der russischen Front. Sondern von Ihrer. Die ganze Lage im Westen wird mit jedem Bericht schlechter. Was meinen Sie? Es bringt mich in die größte Verlegenheit, wenn ich dem Führer nichts Besseres melden kann. Fällt Ihnen nicht etwas ein, was ich da machen ließe? Ja, sicher. Geben Sie uns die 19 Divisionen der 15. Armee, die in Calais gemütlich Skat dreschen. Sie wissen doch, das ist unmöglich. Der Führer hat Ihnen bereits erklärt, weshalb Sie dort bleiben müssen. Ich weiß Bescheid. Dann müssen wir uns wenigstens aus der Normandie zurückziehen, auf eine Stellung, die wir verteidigen können. Sie sollen sich dort verteidigen, wo Sie sind. So lautet des Führers Befehl. Haben Sie wirklich nichts Besseres vorzuschlagen? Doch, was viel Besseres, und zwar... Macht Frieden, ihr Idioten! Auf Wiedersehen, Rommel. Das wird er nie berichten.
Er steht in dieser Sekunde schon an Adolfs Tür, um es ihm brühwarm zu berichten. Es war von jeher so, lieber Rommel. Immer wenn irgendeine Sache schief geht, muss ein Sündenbock her. Innerhalb 24 Stunden werden Sie das Kommando hier haben. Mein herzlichstes Beileid schon im Voraus. Das ist Unsinn. Er lässt Sie nicht fort. Aber so alt bin ich noch nicht, um nicht Ihren Freunden Glück zu wünschen zu Ihrem äußerst interessanten Projekt. Nachdem die Alliierten inzwischen ihre Landungshäfen gründlich gesichert hatten, überfluteten ihre Panzer und motorisierten Verbände ganz Frankreich und begannen ihr Wettrennen zum Rhein. Diese Akten oben auf, damit Sie schnell ran können. Auch die Geheimsachen da. Sie behalten den Schlüssel und packen das Übrige nach Ihrem Ermessen. Jawohl, Herr Feldmarschall. Herr Feldmarschall. Wo ist der? In der Anmeldung drüben. Aldinger. Herr Feldmarschall. Oberstleutnant? Ich fasse mich so kurz wie möglich, Herr Feldmarschall. Behalten Sie den Korridor im Auge, Aldinger. Jawohl. Herr Feldmarschall, wir müssen uns schnell entscheiden. Die Gestapo verhaftete gestern vier unserer Leute. Man wird sie zu Aussagen zwingen. Aber zum Glück ist ihre Kenntnis über die beteiligten Personen begrenzt. Immerhin sind alle in Berlin davon überzeugt, es muss etwas geschehen. Und zwar sofort. Also soll's losgehen. Definitiv. Jawohl, Herr Feldmarschall. Der General hätte speziell gern gehört, ob Sie sich fest verlassen können auf die Kommandeure, die Sie erwähnt haben. Auf ein Wort von mir gehen sämtliche mit mir durchs Feuer. Dann darf ich mit Erlaubnis von Herrn Feldmarschall General Stülpnagel sagen, dass wir ohne weitere Befragung nach eigenem Willen handeln können. Warten Sie noch. Kommen Sie mit, Ruge. Alles raus aus dem Zimmer. Geht raus. Lass den Kram liegen. Raus. Hier spricht Feldmarschall Rommel. Geben Sie mir Feldmarschall Keitel. Ich muss dabei sicher gehen. Absolut sicher. Wenn er auch nur eine Spur von Vernunft zeigt, darf es nicht geschehen. Keitel? Rommel? Ich habe eine Bitte an Sie, Keitel. Ich muss den Führer dringend sprechen. Sofort, wenn es geht. Ich kann nicht mehr sagen am Telefon, aber machen Sie ihm klar, dass es dabei um eine äußerst dringende Sache geht. Ich schlage vor, schon morgen. Am 17. Juni trafen sie sich in Hitlers unterirdischer Bunkerstadt Margival bei Soissons. Ich sage es bestimmt höchst ungern, mein Führer. Aber die Umstände zwingen mich dazu. Unsere kritische Lage im Westen erfordert unbedingt Ihre Entscheidung. Immer sagen Sie dasselbe, genau wie früher. Kommen Sie mir doch nicht dauernd mit kritischer Lage an. Wenn der Feind uns in der Luft überlegen und auch zu Lande derart stark ist und stets noch stärker wird auf die Dauer, während bei uns der Widerstand erlahmt, dann ist das nach meiner Meinung gewiss eine reichlich kritische Lage. Eine Lage, die schnelles und nüchternes Überlegen erfordert. Na hören Sie, sowas ist doch typisch, direkt schon auffallend. Wenn bei Ihnen nichts schief geht, sind Sie zu brauchen, Rommel. Doch beim ersten Zeichen von Schwierigkeiten werden Sie Defetist, kompletter Defetist. Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, warum Sie nicht Rundstedts Nachfolger wurden. Deswegen, ja! Aber es wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte Sie völlig kaltgestellt.
Haben Sie denn überhaupt kein Vertrauen zu mir? Mehr Vertrauen als mein Führer zu mir. Jetzt zur Lage. Fest entschlossen, die Abdankung Hitlers zu erzwingen, fuhr Rommel zur Front zurück, um den völligen Zusammenbruch zu verhindern. Es war am 17. Juli, auf einer Landstraße in der Nähe eines Dorfes mit dem ominösen Namen Montgomery. Die Flieger! Rommel war ausgefallen und lag in einem Lazarett in Frankreich. Während er sich die Festnahme Hitlers zum Ziel gesetzt hatte, wurde am 20. Juli 1944 eine andere Lösung versucht. Hitler und sein Stab versammelten sich zu der schicksalhaften Lagebesprechung im Führerhauptquartier in Ostpreußen. Der Führer, meine Herren. Ich finde, er setzt seine Panzer ein wie ein Kavallerieoffizier. Halt, meine Herren. Mein Führer. Ja? Stauffenberg. Ja, Stauffenberg. Natürlich, ich weiß schon, Sie kommen von General Fromm. Jawohl. Doch, natürlich, ich kannte Sie gleich. Jawohl, mein Führer. Meine Herren, zur Lage bitte. Erlauben Sie bitte. Ich habe einen Bericht von General Fromm. Wo ist Göring? Schon unterwegs, mein Führer. Na ja, der braucht doch mehr Zeit bei seinem Gewicht. Oberst Graf Stauffenberg? Ja. Telefon, Oberst. Danke. Gestatten Sie. Also, meine Herren, beginnen wir mit der russischen Front. Während der nächsten Monate wüteten in Deutschland die Volksgerichte. Mussten 5000 Verdächtige das misslungene Attentat mit ihrem Leben bezahlen. Rommel erholte sich verhältnismäßig rasch in Herlingen von seinen Verwundungen, denen ein Mann mit schwächerer Konstitution wahrscheinlich erlegen wäre. Schlagartig kam das Verbot, seinen Namen in der Öffentlichkeit zu erwähnen. Der gefeiertste Held des Zweiten Weltkrieges wurde mit einem Mal totgeschwiegen. 3 Monate lang blieb er in dieser bedrohlichen Isolierung. Dann am Nachmittag des 13. Oktober 1944. Keitel? Wie geht's, Rommel? Danke, es geht so. Wären Sie schon so weit, um wieder nach Berlin zu kommen? Im Moment noch nicht. In 1-2 Wochen vielleicht. Weshalb? Ich könnte Ihnen einen Sonderzug schicken. Sehr freundlich von Ihnen. Aber ich traue es mir wirklich noch nicht zu. Liegt denn etwas besonders Dringendes vor? Wann könnten Sie ein neues Kommando übernehmen? Ich hoffe, in 2 Wochen. Höchstens aber 3. Wenn wir jemanden zu Ihnen schicken, wären Sie fähig, die Lage zu besprechen? Ja, natürlich. Wunderbar, dann schicke ich Burgdorf. Ich glaube, Sie kennen ihn.
Ja, entfernt. Wenn er morgen früh zu Ihnen runterfährt, würde Ihnen das passen? Ja, bitte. Er ist über sämtliche Dinge instruiert. Und bitte meine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Ebenfalls. Und danke vielmals. Herr Ledler. Herr Ledler. Keitel, ich soll wieder ein neues Kommando kriegen. Wann? Sobald ich wieder in Ordnung bin. Er lässt sich dir empfehlen, Lou. Wir möchten gern Feldmarschall Rommel sprechen. Jawohl, Herr General. Melden Sie ihm das, General... Kommen Sie rein, Burgdorf. Herr Feldmarschall. Herr Feldmarschall. Herr General, freut mich sehr. Ebenfalls. Ich weiß nicht, ob Sie meine Frau schon kennen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Darf ich dich mit den Herren bekannt machen, General Burgdorf und General... Meisel, Herr Feldmarschall. General Meisel. Mein Sohn Manfred und Hauptmann Aldinger. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt hierher. Danke, gehorsamst, gnädige Frau. Dürfen wir Ihnen was anbieten? Vielleicht ein Glas Wein? Danke sehr, Herr Feldmarschall, aber wir müssen so schnell wie möglich wieder nach Berlin zurück. Wie Sie wünschen. Du entschuldigst uns. Bitte, meine Herren. Sie verzeihen bitte, gnädige Frau. Natürlich, aber darf ich wirklich nichts anbieten? Vielleicht ein andermal, gnädige Frau. Das hoffe ich doch. Vielleicht kommt er diesmal an die russische Front. Machen Sie sich's bequem, meine Herren. Ich brauche Sie, wenn Sie wollen. Ich bin nicht wie Montgomery. Mich stört's nicht, wenn geraucht wird. Also, meine Herren, was gibt es? Wir kommen direkt vom Führer, Herr Feldmarschall. Ja. Und was wir Ihnen mitzuteilen haben, sind seine eigenen Worte. Ja. Unsere Instruktionen lauten dahingehend, dass wir Ihnen zunächst seine wärmste Anerkennung für Ihre zahlreichen heroischen Verdienste um Großdeutschland ausdrücken sollen. Weiter? Und auch sein Bedauern über Ihre schwere Verwundung. Ich wusste ja auch genau, er hat nur deshalb geschwiegen, weil er Wichtigeres im Kopf hatte. Ich bedauere, dass jemand, der so viel geleistet... Wenn ich bitten darf, Herr General, wollen wir Ihre persönlichen Betrachtungen im Moment übergehen und sofort zu Ihrem Auftrag kommen. Wie Sie wünschen. Sie werden merken, dass die Anklage sich auf eine Menge schwer belastender Zeugenaussagen stützt. Danke, ich kann lesen. Höchst merkwürdig, dass fast alle Zeugen inzwischen gestorben sind. Es ist alles vollkommen korrekt. Seien Sie ganz beruhigt. Wollen Sie dem Führer mitteilen, dass ich mich vor Gericht gern zu der Anklage äußere? Sie wollen doch die Anklage nicht ableugnen. Ich sagte, wollen Sie dem Führer mitteilen, dass ich mich vor Gericht gern zu der Anklage äußere?
Der Führer hat die Hoffnung ausgesprochen, dass die peinliche Affäre geregelt werden kann, ohne mit einer Gerichtsverhandlung unliebsames Aufsehen zu erregen. Meinetwegen. Dann muss er die Anklage zurückziehen. Der Führer ist der Ansicht, dass eine Gerichtsverhandlung für alle Beteiligten nur unangenehm sein könnte. Weiterhin sollten Sie nicht vergessen, welch ein Schaden durch das umfangreiche Belastungsmaterial für Ihre Ehre und für Ihren guten Ruf entstehen würde. Was erwartet er von mir? Soll ich mich schuldig erklären? Hier vor Ihnen? Nein, das ist natürlich nicht seine Absicht. Ich ahne, was er will. Er will bloß, dass ich meinen Mund halten soll. Denn er fürchtet wohl nur, ich könnte vor Gericht die Wahrheit ausplaudern. Gut, meine Herren. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie, es wäre sehr rücksichtsvoll von ihm. Aber ich wäre immer noch imstande, meinen Namen sowie meine Ehre selbst zu wahren. Und zwar vor welchem Gericht er will. Das wäre völlig sinnlos. Das Urteil ist schon ergangen. Hat er gesagt, dass Sie mir das sagen sollen? Der Fall liegt ganz klar. Was bleibt Ihnen noch übrig? Also, was hat er sich gedacht? Ich glaube, ehe wir fortfahren, sollten wir den Feldmarschall darauf aufmerksam machen, dass das Haus rings umstellt ist. Befehl, Herr Feldmarschall, das werden Sie einsehen. Und wir sind beide bewaffnet. Was erwartet er nun? Nach seinem Dafürhalten wäre es wohl die beste Lösung für alle, wenn Sie von sich aus die Situation beheben würden. Unauffällig und unverzüglich. Weiter? Die Vorteile von einer solchen Lösung gegenüber einer öffentlichen Verhandlung sind nach seiner Meinung recht beachtlich und offenkundig. Für den Führer wäre dabei das ausschlaggebende Moment, dass Ihr Name und Ruhm gewahrt blieb. Und er würde darüber wachen, dass nicht der leiseste Verdacht mit Ihrem Hinscheiden verknüpft sein würde. Das deutsche Volk würde lediglich erfahren, dass Sie Ihren ehrenvollen Kriegsverletzungen erlegen sind. Das wäre die offizielle Verlautbarung. Und das Reich würde Ihr Andenken und Ihre Familie in Ehren halten mit einer Großzügigkeit, die schlechthin historisch wäre. Das waren des Führers Worte, historisch. Ihr Name würde den Glorienschein von einst behalten, während Ihre Familie immer unter der Obhut von Reich und Führer stehen wird. Zeitlebens. Ich darf mich entscheiden? In gewisser Beziehung, ja. Jetzt gleich oder in einiger Zeit, erst zu sterben. Tja, es wird wohl darauf hinauslaufen. Kann ich noch warten mit der Entscheidung? Bedauere. Wir werden noch heute Abend in Berlin zurückerwartet. Ich muss Ihnen jetzt auch noch sagen, wie das Urteil vollstreckt würde. Tod durch den Strang. Das Gift, das ich mitgebracht habe, wirkt in 3 Sekunden. Völlig schmerzlos. Sagen Sie ihm von mir, ich wähle trotz der vielen Nachteile, die Sie freundlicherweise aufzählten, das Gerichtsverfahren. Meine Verteidigung mag, wie Sie sagen, vergeblich sein, aber ich glaube doch, dass sie gehört werden sollte. Sie wird vielleicht ein paar Menschen zur Besinnung bringen, damit sie prüfen, ob dieses Regime wirklich so wundervoll ist, genauso wie ich es tat. Unglücklicherweise zu spät. Jetzt geht's um mein Leben und ich habe zu entscheiden. Herr Feldmarschall, ich bin von Ihrer Wahl sehr enttäuscht. Ich bin ganz untröstlich, Sie so bitter enttäuschen zu müssen. Sehr bedauerlich, denn wenn Sie sich für das Gericht entscheiden, bin ich außerstande zu verhindern, dass die üblichen Maßnahmen ergriffen werden gegen Ihren Sohn und Ihre Witwe. Sie kommen jetzt raus. Schon fertig, Herr General? Ich glaube, ja. Wir warten draußen. Ich komme sofort. Wir haben gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Nanu, das ging aber schnell. Warte hier unten, ich bin gleich wieder da. Was ist, Erwin? Du musst jetzt sehr tapfer sein. Bitte bleib weiter stark und tapfer, wie immer. Kannst du dir es nicht denken?
Ja. Ich muss jetzt fortgehen, Lou. Und ich komme nie wieder. Muss ich dir noch mehr sagen? Ist kein Ausweg da? Nein. Aber es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sie haben etwas, das ganz schmerzlos ist. Es wirkt auf der Stelle. Ich muss fort, Lou. Und je eher ich es tue, umso besser. Wir haben doch Waffen hier. Wollen wir nicht versuchen, auszubrechen? Nein, es ist nichts zu machen. Sie sind auf alles vorbereitet. Wir könnten doch wenigstens den Versuch machen. Nichts zu machen, sage ich doch. Ich bin jetzt völlig in Ihren Händen. Jawohl. Du sollst doch tapfer bleiben, Lou. Es ist so schwer. Dir und Manfred geschieht nichts, das haben sie mir zugesagt. Und es wird außer uns auch niemand erfahren. Ist denn gar kein anderer Ausweg da? Nein, gar keiner. Hast du es Manfred gesagt? Ich sag's ihm, wenn ich runtergehe. Nein, ich werd's ihm sagen. Ich kann es ihm doch viel besser sagen. Wie du willst. Ich werde den Mantel holen. Es ist kühl, ich zieh ihn doch lieber an. Der Herr Feldmarschall kommt sofort. Du gehst jetzt schon? Muss ja. Bist du nicht noch zu schwach? Woher denn? Ich habe mich doch bloß gehen lassen vor dir und Mutter. Geht's nach dem Osten? Auf Wiedersehen, Aldinger. Guter alter Freund. Auf Wiedersehen. Sie kümmern sich um sie. Ja. Komm, sag's mir doch. Sei nicht so neugierig, Manfred. Na, hör mal, du kannst doch einen Feldmarschall nicht einfach so ausfragen. Wann werden wir es erfahren? Bald, mein Junge. Leb wohl, Manfred. Mach's gut. Auf Wiedersehen, Vater. Und schreib uns oft, nicht wahr? Wenn's geht. Was mögen Rommels Gedanken auf dieser letzten kurzen Fahrt gewesen sein? War er verzweifelt, dass sein Versuch, den völligen Zusammenbruch aufzuhalten, misslungen war? Oder wanderte seine Erinnerung zurück in die Wüste, wo sein militärisches Genie die Welt zum ersten Mal aufhorchen ließ? Damals bei Mihili. Oder bei Tobruk. Oder bei El Alamein. Das treffendste Urteil über Rommels Persönlichkeit und Schicksal hat seltsamerweise gerade der Mann geprägt, der im Zweiten Weltkrieg Deutschlands erbittertster Gegner war. Der große Staatsmann Winston Churchill. His ardor and daring inflicted grievous disasters upon us. Rommels Energie und Kühnheit fügten uns schweres Unheil zu. Aber er verdient den Gruß, den ich ihm im Januar 1942 im Unterhaus entbot. Er verdient auch unsere Hochachtung. Denn obwohl er ein pflichtgetreuer deutscher Soldat war, kam er dazu, Hitler und alle seine Taten zu hassen. Und er beteiligte sich an der Verschwörung, die das Ziel hatte, Deutschland durch den Sturz des wahnwitzigen Tyrannen zu retten. Dafür bezahlte er mit seinem Leben. There is little place for chivalry.